Zeichner. Versuche mich gerade daran zu erinnern. Leute. Ja, das schaffst du doch eh nicht. Ist das hohe Alter? Ja, richtig. Ich hab's viel vergessen. Ich weiß, was es heute Morgen gibt. Oh! Ja, was gibt's denn morgen? Morgen gibt's Tortellini-Auflauf. Oh, auch lecker. Was heute gibt, weiß ich noch nicht. Oh. Ach ja, geschnetzeltes, ja, guck mal. Siehst du? So dumm bin ich doch noch nicht. Siehst du? Weiß ja doch noch, was es gab. Ah, schön, ne? Baum. Boah, der dauert ein bisschen. Der überlädt sich noch, ob er fallen soll. Das sieht man immer, ne? Ah, ich bin stolz auf uns. Wir haben eigentlich mal eine Höhle überlebt. Ja, ne? Und so war ziemlich weit drin. So schlimm sind die doch auch gar nicht. Ja, es wird noch relativ früh im Spiel, dass wir noch keine Mutanten haben. Ja, gut, das stimmt. Allerdings auch schon wieder. Die Korn sind auch noch nicht gekommen, das stimmt. Gott sei Dank. Wir haben ja drei oder vier Ingame-Tage, glaube ich, erst. Ja, wir haben ja auch noch gar keine Verteidigung in dem Sinne noch gar nicht gebaut, ne? Was hältst du davon, wenn wir jetzt zu The Forest am Donnerstag nochmal eine Runde 7 Days aufnehmen? Können wir machen. Ich guck, dass ich bis dahin meine Probleme gelöst kriege. Ja, können wir machen. So. Mein Ding ist voll da, ne? Mein Schlitten. Ich glaube, meiner noch nicht. Da passt noch, glaube ich, zwei Stämme drauf. Okay. Du hast aber auch volle Taschen hier. So eine richtige, ernsthafte Runde. 7 Days. Lol. Ich will ja Mitch fragen, ob sie mitmachen möchte. 7 Days? Mhm. Ja. Wochenende können wir ja vielleicht auch ein bisschen DBD machen. Boah. Ich hab soweit alles. Auch, ja. Alter, alles gespoilt hier. Ah, schlimm. So. Oh, I'm hungry. Wird schon wieder dunkel hier in dem Spiel. Ja, ne? Ja, aber wir waren den ganzen Tag in der Höhle, ne? Na gut, das stimmt allerdings. Ui. Oh, Steine überall. Sagt ihr das? Was willst du da auf der Foundation nachher bauen? Keine Ahnung, vielleicht ein Custom House oder so, mal gucken. Kannst du ja auch machen, ne? Wir machen es ja noch ein bisschen größer. Kann ja über mehrere Etagen bauen. Oder so, ne? Ne? Kann man ja auch. Quasi safe sind, weil ins Wasser gehen sie ja eher selten. Ja, das stimmt. So, aber zwei Hütten. Ich wollte eigentlich mehr aufs Meer hinaus und so eine schöne Wasser. Alter, bist du der Deppert hier, du blödes. So eine Stadt auf dem Wasser bauen eigentlich. Naja, nächstes Mal. Ja, das kann man auch machen. So, was fehlt uns da? Sechs Stück noch? Wollen wir erst trotzdem ein Nickerchen machen? Ja, ich esse vorher nochmal was. Bin schon kurz wieder vorm Verhungern hier. Hast du gleich wieder Hunger? Ja, aber ich bin ja schon kurz vorm Verhungern. Bin ja noch mehr am Verhungern. Hier nicht. Verhungere ich ja im Schlaf noch. So, speichern. Einmal speichern und schlafen. Speichern, André. Nach dem speichern. Schlafen. Nach dem Schlafen, okay. Haben wir noch was zu trinken hier drinne? Nimm ein, ja. Der Eimer ist noch drin, André, ne? Danke. Bitte. Frühstück. Ja, einen schönen Leguan oder so. So, und hier müssen wir wieder Holz. Jetzt
Wer will fleißige Holzfäller sein? Der muss so den Herz gehen. Wir sollten wir nochmal Spin Tires spielen. Schön durch den Matsch heizen. Ja, genau deswegen. Interessiert auch keine Sau mehr. Bier ist auch alt und verbraucht und. So sehe ich auch. Ja. Naja, nun, das hast du jetzt gesagt, ne? Interessant sind wir momentan ja sowieso nicht. Oh, das kommt auch. Das kommt und geht, André, Mensch. Habe ich jetzt schon alle Äste wieder voll? Ne, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ah, ich sage, da gibt es keinen Holzfäller-Simulator. Ja, ne? So, hier, die Typen von D-Max als Simulator. So ungefähr. Das wäre natürlich ein Highlight, ne? Oder den Goldsucher-Simulator. Goldrausch in Alaska, der Simulator. Ich würde ja gerne den Beringsee-Fischer-Simulator. Ja, nee, ist klar. Ich kann einfach Nordwestern rumgurken und... Na, lass ich mal machen. Krabbenfischen. Ja. Krabbenfischer der Beringsee. Na komm, kipp um. Kipp. Doch. Um auch jetzt. Oh, mein Kasten ist auch gleich schon wieder voll hier. Ups, wer hat den Holzstamm wieder weggeworfen? Ich habe auch keine Ahnung. Manchmal macht das ja, ne? Manchmal. Aber nur manchmal. Und Frauen ein kleines bisschen Hauge. David ein kleines bisschen Hauge gehen. Ne, David? Richtig, genau so. Aber immer hast du was auf die Fresse verdient. Sowieso. Ah, ist das schön. Und Forest ist schon lustig. Ja, wenn da nicht so viel Alltag drin wäre, ne? Boah, ist halt Survival. Irgendwann muss man ja sammeln, ne? Irgendwie muss man es strecken. Baum! Oh! Wie elegant ich mit den beiden Holzstämmen in der Hand zur Seite gesprungen bin, ne? Das kann schafft man nur in The Forest. Ich könnte mal doch die Holzstämme nehmen und den Wagen schieben, oder? Nein, das wäre, glaube ich, zu viel schon wieder. Ha? Nein, also warum nicht? Da steht einer. Wo ist er hin? Wo kommst du denn nur her, du kleiner böser Junge? Alter, Kopf ab, ganz sicher gehen. Mein Wagen hat sich überschlagen. Ja, meine auch. Der hat mich aber auch erschrocken, muss ich sagen. Der wollte nur mal. Der hat doch nur Hallo geschrien und du hast ihn angegriffen. Plötzlich stand er vor mir. Dein Ding ist im Weg. Dann reiß es ab. Kannst auch im Wasser gehen. Ja. Schön. Irgendwie ist das hier hinten, da wo wir sind, ganz schön windig. Also man hört den Wind ganz schön. Ich dachte, ich könnte irgendwie eine Tür noch reinmachen oder so.
Höhe. Ja. Fenster? Ah, Tür. Ja. Aber verkehrt herum. Ah, so rum. Hier ein Fenster. Wir müssen nur auf die Kante aufpassen da, ne, André? Dass wir da die Reitfreien. Dann kannst du rüberspringen. Da dürfen wir nicht ganz normal rübergehen, sonst plumpsen wir da unter durch. Plumpsen wir da durch? Dann plumpsen wir da durch. Plumpsen wir da durch. Ups, ich war falsch ausgewählt, ne? Und aha. Schön. Krieg ich die Tür jetzt zu? Ja, ja. Nein! Oh nein, ach Scheiße. Wieso, Alter, jetzt bin ich voll mit Blut, wieso? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du hast mich mit Blut vollgespritzt, du Sau. Das ist eine ganz blöde Stelle. Ja, merke ich auch gerade. Und die nochmal wegreißen. Ah. Oder hast du die Tür zugemacht? Ist doch offen. Oh. Okay. Also, das hast du zugemacht, du Arsch. Also, in dir stecke ich jetzt hier runter. Nein, du kannst unter dem Steg rausschwimmen. Du musst unter dem Steg schwimmen, unter den Steg längs schwimmen. Der Steg ist auf der anderen Seite, André. Komm ich nicht raus? Doch, beim Steg. Nein. Du musst ja ganz hinten rumschwimmen. Ja, entweder da an dem Haus schwimmen. Ah, du wolltest mich ersäufen. Auf zu spinnen. Du hast das Ding doch zugemacht. Nein, das Ding war offen. Am Arsch. Das Ding war offen. Der Arsch war offen. Ich muss irgendwas einfallen lassen. Ich wollte eigentlich auch ganz anders bauen. Ja, warum musst du das? Wir ziehen oben, wir bauen woanders. Ja. Reiß, komm, wir reißen das ganze Kram wieder ab hier. Komm. Ja, machen wir auch. Ist mir zu blöd. Scheiße gebaut haben wir. Wir können das viel besser. Kriegen wir unsere Stämme wenigstens zurück? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ein Stamm schwimmt schon mal im Wasser. Nein, bekommt man nicht zurück. Da schwimmt aber einer rum. Ja, das ist der, der noch im Bau war. So. Falsches Ziel. Hier unten hin. Okay, war einfach. So. So, müssen wir das nochmal neu bauen. Da sind drei Hotstämme. Hier, da hinten ist auch noch. Hier, da hinten ist auch noch, aber wie kriegen wir die wieder? Nee. Mit dem Hausboot. Ja, vielleicht. Da
dann gleich mal gucken. Zu klein, ne? Zu doof, im Wasser zu bauen. Geht. Jetzt halt nur gucken. Kann man Floors bauen? Ne, Floors geht nicht. Ups, falscher Knopf. Bäh. Mal gucken. Eigentlich wäre gut, wenn man die fertige bauen könnte und die aneinander snippen. So könnte man bauen. André. So wie es jetzt ist. Da hinten ist nicht gerade. Ja, dann fahren wir wieder hier rein. Nee, diesmal steht das über. Diesmal dürfen wir eigentlich nicht reinfallen. Ist ja warum ist er jetzt abgerissen? Und neu. Geh ich besser hin. Warte. Warte, da hinten irgendwo, ne? Nee, das ist ja nur eine einfache Platte. Ja, aber da können wir von da dann die andere lang führen. Dann müssen wir nicht so nah an den Steg. Also die müssen doch jetzt passt doch. Können wir natürlich auch machen. Und dann könnte die andere da vorstehen. Und vielleicht Richtung Hausboot gehen. Hausboot? Ja, Richtung Hausboot, die Plattform. Nicht Richtung Strand, sondern also Richtung Land, sondern Richtung mehr Richtung Wasser. Moment, so in der Art. Ups, jetzt habe ich meine dazwischen. So. Ja, ich habe meine weggerissen. Das ist scheiße, das kannst du nicht richtig bauen im Wasser. Ah, du hast gerade doch gesagt, ne, nicht so viel, ne, voll easy. Hab ich nie gesagt. Voll easy. Schön, pack doch erstmal den einen hier rein. Alter. Schwimm doch mal hoch, du. Alter. Sieht sehr merkwürdig aus da unten. Und selbst der. Das Reh schaut uns zu und denkt sich, boah, sind die bescheuert. So ungefähr. Das ist ja. Wenn ich in den Arsch scheiß, dann ist das wie Kotzen, ne? Ja, das stimmt. Ja, gehen wir Holz holen. Schön entspannt. Mit ein paar Eingeborenen auf der Insel, die uns zum Essen einladen möchten. Ungefähr. Mein Schlitten, mein Schlitten!
Jetzt sollten wir die Eingeborenen mal zum